Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute machen wir eine ganz leckere Gemüsesuppe mit Tofu und Frühlingszwiebeln. Ja, das sind die Zutaten, die wir dafür benötigen, allerdings nicht alles, was da liegt. Zum Beispiel nur einen Kohlrabi. Tofu, Gemüsebrühe, ja. Fangen wir einfach mal an. Als allererstes geben wir den Kohlrabi in den Thermomix. Das ist natürlich auch ein Rezept, was man ohne Thermomix zubereiten kann. Aber wer den hat, der nimmt den natürlich. Es ist natürlich viel einfacher. Ja, den habe ich jetzt erstmal in Würfel geschnitten, den Kohlrabi, und eingefüllt. Das sind jetzt ungefähr 400 Gramm. Und den habe ich jetzt grob zerkleinert, so 2-3 Sekunden auf Stufe 4. Wie ihr das hinterher zerkleinert, das ganze Gemüse, das liegt in eurem Ermessen, wie ihr das gerne mögt. Der Kohlrabi ist ja relativ schnell gar und deswegen habe ich den in etwas größere Stücke geschreddert. Dann wird das einmal umgefüllt in eine andere Schüssel und dann brauchen wir des Weiteren noch Möhren. Da habe ich jetzt so 3 mittelgroße Möhren genommen. Die habe ich jetzt auch in Stücke geschnitten und in den Thermomix gegeben. Und die habe ich jetzt nicht so grob zerkleinert, weil Möhren ja doch härter sind und etwas länger brauchen zum Garen. Und deswegen habe ich die feiner zerkleinert sozusagen. Und das zeige ich euch jetzt hier. Das habe ich auf Stufe 5 gemacht und das ist dann schon so fast wie ein Möhrensalat. Ja, ist relativ fein geworden. Hätte noch ein bisschen grober sein können, aber dem Geschmack tut es keinen Abbruch. Das geben wir jetzt zu den Kohlrabi und dann brauchen wir noch Kartoffeln. Und da habe ich jetzt so ungefähr 200 Gramm genommen. Also man muss jetzt mit der Gesamtmenge ein bisschen aufpassen, damit der Topf dann halt nicht zu voll wird. Und die habe ich jetzt auch etwas feiner zerkleinert, allerdings nicht so fein wie die Möhren. Aber wie gesagt, macht ihr das so, wie ihr das gerne mögt. Und jetzt wird das ganze Gemüse wieder zusammen in den Thermomix reingegeben. Und dann ist das auch schon eine ordentliche Menge. Und voller hätte es auch nicht sein dürfen. Und dann kommt Gemüsebrühe da hinzu. Ich habe jetzt die klare Suppe von Rapunzel und habe da gut gewürzt und habe 2 Esslöffel da reingegeben. Dafür habe ich dann auch auf Salz verzichtet. 1 Liter kochendes Wasser, den geben wir jetzt drüber. Und ihr seht jetzt hier, das geht jetzt hier bis zur maximalen Füllmenge. Also der Topf ist dann wirklich gut gefüllt und mehr passt auch nicht rein. Und für die Würze und für die Schärfe habe ich noch ein bisschen von diesem türkischen Bulbiber-Gewürz hineingegeben und Pfeffer. Ja, das ist jetzt eine Suppe, so wie ich die jetzt gewürzt habe, ist sie wirklich sehr würzig geworden. Wenn ihr das natürlich nicht so mögt, dann nehmt einfach weniger. Und 2 Lorbeerblätter habe ich noch eingegeben. Das Ganze hatte ich jetzt eine Viertelstunde eingestellt bei 100 Grad im Linkslauf auf Stufe 1. Allerdings war der Kohlrabi mir da noch nicht, der war mir noch ein bisschen zu al dente und ich habe nochmal 5 Minuten nachgelegt. Also in meinem Fall waren das jetzt 20 Minuten. Wenn ihr das Gemüse jetzt etwas kleiner habt, dann reicht sich ja auch die Viertelstunde. In der Zwischenzeit, wo die Suppe kocht, können wir dann schon mal die Frühlingszwiebeln in kleine Ringe schneiden und den Tofu würfeln. Das ist jetzt Räuchertofu. Und das Ganze wird dann in der Pfanne angebraten. Und zwar zuerst der Tofu mit ein bisschen Öl, wird er schön knusprig gebraten. Man könnte natürlich, wenn man jetzt weniger Gemüse nimmt, auch den Tofu direkt mit in die Suppe geben. Aber ich finde, geschmacklich ist das einfach so viel, viel besser. Nachdem der Tofu dann ein bisschen angebräunt ist schon, habe ich die Frühlingszwiebeln dazugegeben und ein bisschen mit angebraten, also nicht gebraten, richtig so gedünstet. Und dann ist die Suppe fertig und dann können wir die Suppe in eine schöne Schale füllen und dann mit den Tofu-Würfeln und den Frühlingszwiebeln garnieren. Und dann ist das eine richtig leckere, wärmende Suppe, perfekt jetzt für die kühlen Tage. Und wenn ihr das Ganze etwas cremiger mögt, ihr könnt auch noch ein bisschen Sojasahne oder andere Pflanzensahne da hinzugeben. Das schmeckt auch richtig lecker. Probiert es einfach mal aus. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!